Ich stehe heute vor Ihnen als Vertreterin der Bundesministerin Margarete Schramböck, die leider erkrankt ist. Ich stehe aber auch heute vor Ihnen als Europaministerin und ich sage Ihnen, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, hier im Hohen Haus über Standortpolitik Österreichs, auch innerhalb der Europäischen Union, zu sprechen. Denn was ist denn die Grundlage für eine florierende Wirtschaft? Die Grundlage sind Frieden, Stabilität und Nachhaltigkeit. Und all das gewährt die Europäische Union, auch Österreich. Seit dem Beitritt 1995 hat Österreich enorm, auch Österreichs Wirtschaft enorm davon profitiert. Der Binnenmarkt ist heute Entscheidungsgrundlage Nummer eins für viele Unternehmen. Der Warenaustausch zwischen Graz und Palermo ist genauso selbstverständlich wie der Warenaustausch zwischen Eisenstadt und Innsbruck. Ja, und all das wird gewährleistet durch die Grundfreiheiten der Europäischen Union. Die Corona-Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, was es heißt, wenn Stabilität fehlt, wenn wir unsere Grundfreiheiten nicht leben können, wenn die Grenzen geschlossen werden und ganze Branchen geschlossen werden müssen. Nämlich dann führt das zum Einsturz der Wirtschaft. Umso wichtiger war es aus meiner Sicht, dass die Europäische Union Handlungsfähigkeit bewiesen hat, als sie im Sommer letzten Jahres das EU Next Generation, den Aufbau- und Resilienzfonds, beschlossen hat mit 750 Milliarden Euro für den Aufbau nach der Corona-Krise, zielgerichtet in den digitalen und grünen Wandel. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das darf ich schon auch voller Stolz hier von der Regierungsbank aus sagen, Österreich war federführend und maßgeblich daran beteiligt, dass es ganz klare Parameter gibt, wohin das Geld fließt, damit es zum Besten für uns alle eingesetzt wird. Ziel muss es sein, jetzt wirklich alle Gelder abzuholen. Alle Gelder, die Österreich zur Verfügung gestellt werden, aber ich gehe darüber hinaus, auch alle Gelder, die Möglichkeit bieten, für österreichische Unternehmen Innovation zu exportieren. Wir haben unglaublich viele Unternehmen, die hier einen wesentlichen Beitrag zu diesem grünen und digitalen Wandel auch leisten können. Vor und nach der Krise gilt aber auch eines, und das sei mit aller Deutlichkeit gesagt. Die österreichische Wirtschaft floriert, sie hat starke Unternehmen und sie ist innovativ. Die gute Nachricht ist, und da kann ich anschließen an den Clubobmann Gust Wöginger, die Volkswirtschaft wird in diesem Jahr weniger schrumpfen als befürchtet. Wir liegen 1,1% über dem Vorkrisenniveau. Wir haben das fünfthöchste Wachstum in der EU gegenüber dem Vorquartal. Und auch im nächsten Jahr werden wir eine gute Konjunkturlage erleben. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Es sind etwa 45.000 Personen noch in Corona-Kurzarbeit, weniger als befürchtet. Wir sind besser durch die Krise gekommen als erwartet. Dank, und das mit aller Deutlichkeit, dank der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, dank der Unternehmerinnen, Unternehmen. Und ja, wenn jetzt die Sorge vor steigenden Infektionen steigt, dann kann ich das nachvollziehen. Dann müssen wir aber diese Entwicklung jetzt gemeinsam stoppen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich halte es für skandalös und gefährlich, wie die Politik der FPÖ hier vorgeht. Und daher wende ich mich auch ganz offen an Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten der FPÖ, und speziell auch an Ihren Clubobmann Herbert Kickl, die hier durch Verunsicherung auch Spaltung hervorruft. Sie gefährden die Gesundheit von Millionen Menschen, sehr geehrter Herr Clubobmann. Es ist eine Respektlosigkeit gegenüber denen, die im Gesundheitssystem seit fast 2 Jahren um jedes Menschenleben kämpfen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, es ist ein Faktum, dass rund 90% derer, die mit einem schweren Verlauf im Krankenhaus oder auf der Intensivstation landen, nicht geimpft sind. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie gefährden auch die Existenz von vielen mittelständischen
betrieben von Handwerkern und von Selbstständigen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, denn immerhin hat Ihr Klubobmann einmal Verantwortung für die Sicherheit in diesem Land getragen, als Innenminister nämlich. Und daher appelliere ich an dieser Stelle heute an alle Abgeordneten und insbesondere an den Klubobmann, stellen Sie diese Störfeuer ab, nehmen Sie Ihre staatspolitische Verantwortung auch als Oppositionspartei wahr und hören Sie auf, Unwahrheiten zu verbreiten. Wir brauchen den demokratischen Konsens. Und ich komme gerade aus Brüssel, wo wir gestern den Allgemeinen Rat hatten der Europaministerinnen und Europaminister. Und wissen Sie, wann es funktioniert, wann die Impfraten am höchsten sind? Wenn alle Personen in der Öffentlichkeit stehen, wenn insbesondere Politikerinnen und Politiker dafür eintreten, dass sich die Menschen impfen lassen, dafür eintreten, dass sie ihnen die Ängste nehmen, nicht verunsichern, sondern informieren. Und eines sei auch ganz deutlich gesagt. Nein, es ist keine Einschränkung der Freiheit, wenn man eine Impfung angeboten bekommt, sondern ganz im Gegenteil, die Impfung gibt die Freiheit den Menschen wieder zurück. Wir als österreichische Bundesregierung, wir stehen an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer, wir stehen an der Seite der Selbstständigen, der Freiberufler, der Handwerker. Wir werden alles daran setzen, dass dieser Aufschwung auch weitergeht. Aber dieser Aufschwung, das muss uns klar sein, der ist kein Selbstläufer. Wir brauchen einen nachhaltigen und dauerhaften Aufschwung. Und deshalb müssen wir jetzt auch innerhalb der Europäischen Union die Weichen in die richtige Richtung stellen, damit Wachstum, Arbeit und auch Wohlstand zukünftig abgesichert sind. Und genau deshalb bereitet die österreichische Bundesregierung derzeit unter Federführung der Bundesministerin Schramböck auch die österreichische Standortstrategie 2040 vor. Es geht um Wertschöpfungsketten der Zukunft und wir setzen auf die Zukunftsthemen auch und insbesondere im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Europas, mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes im Rahmen der Zukunftskonferenz. Und lassen Sie mich noch ein Beispiel auch für österreichische Innovation hier darstellen, das ich erst vor 2 Wochen selbst in der Steiermark erleben durfte. Dort nämlich hat die Firma Comtect GmbH ihren Sitz. Ein Unternehmen, das nicht nur innovativ ist, sondern auch Teil des sogenannten Green Tech Clusters. In diesem Zusammenhang eine sehr positive Sache. Es ist nämlich ein Zusammenschluss von Unternehmen aus Kärnten und Steiermark, die, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, 20% des weltweit gewonnenen Ökostroms durch ihre Technologien hervorbringen. Das bestätigt, dass österreichische Unternehmen nicht nur Innovationskraft haben, sondern dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Innovationskraft auch zu exportieren und die Chancen zu nutzen, die durch das EU Next Generation Programm und dem Fonds auf dem Tisch liegen. Wir wollen nicht nur wachsen. Wir wollen über uns hinaus wachsen. Und dafür ist es notwendig, gemeinsam auch im globalen Wettbewerb zu bestehen, Wohlstand und Wachstum abzusichern durch eine Dynamik, die wir hier begonnen haben. Es ist notwendig, Europa zu gestalten. Und ich sage auch ganz deutlich, Standortpolitik in Österreich muss auch immer Standortpolitik in Europa sein.